Hart arbeiten wie noch nie, funktioniert nur zusammen. Das hat diesen Verein, glaube ich, immer ausgezeichnet. Eine richtige Einheit mit unseren Fans auch zu werden. Okay, wir können, Nobby. Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Sommerinterview hier aus Bad Ragaz. Normalerweise seid ihr es gewohnt, dass blauer Himmel im Hintergrund zu sehen ist. Wir machen das Interview mit unserem Kapitän, mit Marco Reus. Was ist? Den einen oder anderen Tropfen haben wir schon abbekommen, ja, oder? Aber auch das, Nobby, überstehen wir. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns natürlich sehr. Sehr gerne. Zunächst müssen wir aber über unschöne Dinge sprechen. Sebastian Haller musste abreisen. Die Gründe sind bekannt. Wie habt ihr das als Mannschaft verarbeitet? Verarbeitet, glaube ich, haben wir es noch nicht alle. Also ich glaube, jeder geht damit auch anders um. Wir als Team haben natürlich auch darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach über so welche Sachen auch spricht und offen darauf zugeht. Ich glaube, jeder hat sich auch bei ihm persönlich mal gemeldet, ihm einfach alles Gute gewünscht persönlich. Es prasselt natürlich viel auf ihn ein, glaube ich, zurzeit. Er weiß, dass er von uns die optimalste Rückendeckung bekommt. Alles Glück der Welt wünschen wir ihm natürlich und wir stehen natürlich zur Seite, wenn er irgendwas braucht, weil er ist einfach ein Mitglied von uns. Und wir hoffen alle, dass alles gut verläuft und dass er hoffentlich irgendwann wieder für uns die Schuhe schnüren kann. Da sieht man mal wieder, dass es wichtige Dinge gibt im Fußball. Ich glaube einfach, dass wir uns dessen einfach häufiger bewusst sein müssen, auch in der Außendarstellung oder in der Berichterstattung über Spiele oder über was auch immer. Weil man hat immer dann das Gefühl, wenn sowas passiert, auf einmal rücken alle zusammen. Aber also persönlich du als auch ich wünschen uns das natürlich, dass es immer so ist. So, dass man einfach freundlich und nett ist. Und es ist eine Situation, die keiner haben möchte. Passieren leider. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass er stark genug ist, um da auch wieder rauszukommen und zurückzukommen. Hat sich was verändert oder muss man jetzt vielleicht einfach, ob man will oder nicht, den Hebel wieder umlegen? Ja, wenn du auf dem Trainingsplatz bist und so, dann hast du natürlich schon andere Gedanken und bist dann aufs Training auch konzentriert oder bei Besprechungen oder wenn es zum Spiel geht. Das natürlich. Aber du weißt schon, dass dir ein wichtiger Spieler, ein Neuzugang einfach wegfällt. Wichtiger ist einfach das Persönliche. Das übertrifft, glaube ich, dann einfach alles, weil das wünscht man natürlich keinem. Wie gesagt, wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Von daher hoffen wir mal weiter, genau. Das Beste. Und dann wird doch alles gut werden. Du stehst hier in Bad Ragaz auf dem Platz. Das freut uns natürlich alle sehr. Du hast sogar eine Woche früher angefangen als alle anderen. Was hat dich angetrieben? Ja, ich hatte einfach gutes Gespräch erstmal mit Edin gehabt, wo wir uns einfach ganz normal zusammengesetzt haben oder telefoniert haben. Ich war ja ein bisschen verletzt von der Nationalmannschaft. Und da die Vorbereitung dieses Jahr natürlich etwas kürzer ist, haben wir einfach uns dazu entschlossen, dass ich einfach ein bisschen früher zurückkomme, einfach weil es ihm und weil es mir einfach persönlich wichtig ist, weil ich die Neuen auch früher kennenlernen möchte. Und neuer Trainer dazu, neues Trainerteam. Hat sich dann auch viel verändert, was die Gesichter angeht. Und natürlich dann auch, was das Spielerische angeht. Von daher war es mir einfach wichtig, frühzeitig zurückzukommen und einfach da zu sein. Seit dieser Saison ist Edin Terzic Cheftrainer bei unserer Borussia. Auch ein Dortmunder Junge. Hat das eine besondere Bedeutung, speziell auch für dich? Für mich? Also speziell für ihn auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube schon, dass man es sieht, dass er einfach vor Euphorie und das stimmt, das sieht man einfach auch. Ja, Bock hat auf das Ganze. So, und er hat das schon mal erzählt, dass wo er bei uns Trainer war, dass er ohne Fans gespielt hat und er kann es kaum erwarten, dass endlich unsere Fans auch im Stadion sind, das mitzuerleben, mitzugenießen als Cheftrainer. Von daher ist das natürlich schön zu sehen und es färbt dann natürlich auch auf uns ab, einfach weil wir sehen, weil der Trainer dafür natürlich brennt. Mit voller Begeisterung, das spürt man richtig. Ja, ne? Man spürt es, glaube ich, jeden Tag im Training, mit welcher Euphorie er dabei ist und mit welchem positiven oder mit positiver Energie er dabei ist. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wie nimmst du so einen Mix aus Aufbruchstimmung, Neuzugängen und den großen Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft wahr? Ja, eigentlich positiv, muss ich sagen. Also es gehört alles dazu. All das, was wir brauchen, so wie es Trainer gesagt hat.
Es ist einfach wichtig, dass du natürlich einen gesunden Konkurrenzkampf hast. Wir haben viele Spieler dazu bekommen, haben auch viele verloren, muss man auch sagen. Und alles drumherum braucht einfach seine gewisse Zeit, um sich kennenzulernen, um zu verstehen, wie der andere tickt. Vor allem auf dem Platz ist es am wichtigsten. Und das sieht man natürlich. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Trainingseinheiten zusammen gehabt und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis du wirklich alles gefunden hast. Gepaart mit neuen Trainern, neuen Trainerstab. Aber ich glaube, dass man das auf dem Trainingsplatz schon sehen kann, dass eine gewisse Schärfe dabei ist, dass wir so hart arbeiten wie noch nie. Das kann ich auch bestätigen. Aber auch das hat natürlich seinen Grund oder vor allem sein Ziel, weil wir am Ende erfolgreich sein wollen in jedem Spiel. Und dann gehört es einfach dazu. Und ich glaube, dass die Mischung es einfach gerade macht bei uns. Und deshalb sehe ich das alles sehr, sehr optimistisch. Jetzt bist du kein alter Hase, aber ein alter Hase bei Borussia Dortmund. Und du bist Kapitän der Mannschaft. Was kannst du dafür tun, dass diese Mischung schnell eine Einheit wird? Ja, in erster Linie natürlich viele, viele Gespräche natürlich führen. In welchen Rollen sie sich wohlfühlen, wie sie sich auf dem Platz wohlfühlen. Als auch innerhalb der Mannschaft einfach für eine Stimmung zu sorgen, wo sich jeder einfach natürlich wohlfühlt, aber wo das Leistungsprinzip am wichtigsten ist. Und ich glaube, da sind wir gerade dabei, nicht nur ich alleine. Wir haben noch ein paar andere Spieler, die da auch dazugehören, die ihre Aufgabe auch machen. Und am Ende ist es eine Mischung von allen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Weil alleine kann es keiner richten, sondern es passiert oder es funktioniert nur zusammen. Und das hat diesen Verein, glaube ich, immer ausgezeichnet. Und ich hoffe, dass wir die ersten Schritte jetzt hier auch gemacht haben und dass wir sie in die Saison weiterführen und dass wir hoffentlich die Saison erfolgreich auch gestalten können. Jetzt werdet ihr hoffentlich die ganze Saison wieder vor vollen oder in vollen Stadien spielen. Ich glaube, da ist auch etwas, wo ihr euch alle wieder riesig drauf freut. Die zwei Jahre da in diesen leeren Stadien war einfach nur grausam. Wie hat sich denn der Fußball in der Zeit angefühlt, Marco? Hat sich vielleicht sogar der Fußball in der Zeit, dadurch, dass er in leeren Stadien gespielt hat, verändert? Und wie groß ist die Vorfreude, wieder dauerhaft in vollen Stadien zu spielen? Ich muss sagen, er hat sich schon anders angefühlt. Also so auf dem Platz und so. Ich meine, du kennst das ja auch. Du kennst das nur mit Zuschauern. Und wir haben es zum ersten Mal ohne gehabt. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Irgendwie so diese Vorbereitung fühlt sich anders an, wenn du ins Stadion einfährst, vor allem wenn wir zu Hause spielen. Mhm. Siehst da keinen Menschen eigentlich, nur die Ordner und die Spieler. Es fühlt sich einfach komisch an. Und man lernt es dann noch mehr zu schätzen, wenn du wirklich ein ausverkauftes Haus hast. Egal ob jetzt zu Hause oder auswärts. Von daher möchte das, glaube ich, keiner mehr von uns missen. Und wir sehen uns schon danach wieder endlich zu Hause spielen zu dürfen, mit unseren eigenen Fans im Rücken. Fußball ohne Fans ist doof. Ja, weil sie machen einfach dieses Spiel komplett. Genau. Also ohne Fans hast du nicht diese Emotion. Das ist einfach nicht. Fühlt sich dann auch ein bisschen, nicht leer auf dem Platz, aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Und Fußball mit Fans ist einfach was Wunderschönes. Und auch wenn es nicht so gut läuft, manchmal gehört es einfach dazu. Jetzt sind wir schon am Schluss unseres Interviews. Schade, geht die Zeit aber schnell vorbei. Jo, das ist oft so, wenn wir ein bisschen uns voll festquatschen. Ja. Gibt es von deiner Seite vielleicht so einen Ausblick auf die nächsten 12 Monate? Auf was können sich die Fans freuen oder auf was freust du dich am meisten? Ja, ich hoffe erstmal, dass wir es wieder schaffen, eine richtige Einheit mit unseren Fans auch zu werden. Ich glaube, das hat letztes Jahr schon ein bisschen gelitten. Ich hoffe, dass wir den Funke überspringen können zu unseren Fans einfach, dass sie merken, dass wir wollen, dass wir kämpfen, dass wir uns zerreißen für diesen Verein, für dieses Trikot. Und dann einfach, ich glaube, es ist alles offen. Also man weiß nie, was passiert. Wir sind natürlich noch ganz am Anfang und wir müssen Step by Step alles gehen. Und das werden wir auch machen. Und am Ende hoffe ich, dass wir natürlich etwas zu feiern haben. Und darauf arbeiten wir hin. Deshalb sind wir hier und freuen uns einfach auf diese Saison. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche mir auch nur eins. Bleib bitte gesund. Mach ich. Bleib unser Kapitän und hau so viele rein, wie es eben nur geht. Mach ich auch. Vielen Dank. Dankeschön.